Hallo, erstmal zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um diesen Prompt-Generator und aber auch um SD35, also das Stable Diffusion 3.5, das neue. Die Large-Version, nicht die Turbo, sondern die Large-Version. Und ich habe mal hier ein Bild generiert. Bisschen was Künstlerisches, sage ich jetzt mal, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und ich zeige euch mal, wie das entstanden ist. Und zwar natürlich mit dem Prompt-Generator. Ich zeige euch das auch mal. Ja, ihr könnt es ja hier sehen. Ich habe ja das Programm aufgerufen. Da habe ich auch eine ganz klare Anweisung beim Aufruf des Programms. Ja, das übergebe ich auch dem Modell. Ja, ich möchte also einen Prompt haben und der muss mit einem ohne Sonderzeichen und tralala, also mit diesen Anführungszeichen, Gänsefüßchen, und er muss mit einem Punkt enden. Ja, das ist das, was ich will. Dann habe ich das Modell 2 ausgewählt. Das ist das Pi 3.5. Und dann werde ich gefragt nach Begriffen. Und da habe ich reingegeben oder eingegeben Swirl, Vines, Smoke, Portrait, Surreal und Photography. Ja. Und das Modell oder dieses Sprachmodell hat mir dann aus diesen Begriffen einen Prompt geformt. Den könnt ihr hier lesen. Ja. Also das ist hier Swirl, Vines, bla bla bla. Ich will euch mit meinem Englisch nicht quälen. Ja. Und das habe ich dann hier reinkopiert, also in dieses Prompt-Fenster hier. Ja. Hier steht es drin. Ja. Das hier vorne, also was ich will, Masterpiece und das ganze Zeug, ja, das müsst ihr halt selber eintragen. Ja. Oder habt es schon drin. Ja. Und dann könnt ihr das starten und dann kam eben das hier raus, ja, dieses Bild. Und ich habe mal ein Video gemacht, Push Your Flux, da geht es um die Clip-Modelle. Und ich habe jetzt ja hier diese Clip-Modelle drin. Die, Stable Diffusion oder auch Flux, sagt, wir sollen die nehmen. Und ich habe aber damals in dem Video gesagt, ich nehme da mal andere. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich nehme da einfach mal komplett andere. Und ich werde auch mal dieses T5XXL FP8 wieder auf 16. Ich nehme das große Modell. Das hier. Ja, das nehme ich. Weil ich wissen will, wie viel oder wie weit weg das dann von dem Bild ist. Wobei man sagen muss, ganz klar, das sind natürlich immer so Zufälle und tralala. Ich habe aber die Seed, die steht hier auf 16, die habe ich gefixt. Ja? Ich habe die auf Fix stehen. Und jetzt starten wir das mal. Währenddessen, also bei mir ist das so, währenddessen ich hier das rattern lasse, und ihr seht auch, das dauert bei mir ein bisschen, ja. Das Modell, ich finde das Modell, das Stable Diffusion 3.5, jetzt überzeugt mich nicht, ja, das ist richtig. Das hat mich aber auch SDXL, Base hat mich auch nicht, übrigens niemanden hat es überzeugt. Und dennoch gab es ganz viele, nämlich die komplette Community, die dieses Modell weiter trainiert haben. Juggernaut, Leo Sam, wie sie alle heißen, ja, die haben alle dieses Modell fein getuned. Ja. Mit SDXL Base arbeitet heute niemand mehr. Die arbeiten alle mit irgendwelchen fein getunten Modellen. Und genau so sehe ich das hier drin mit diesem SD35. Wir sollten dem Ding mal eine Chance geben, ist meine Meinung. Ich kann es leider nicht trainieren. Ich habe die Hardware nicht. Ich habe auch, bin ja hier schon sehr hart an der Grenze. Ihr seht, das wahrscheinlich habe ich jetzt gerade eben, bin ich hängen geblieben hier unten rechts im Bildschirm. Ich habe gedacht,
ich mache mich mal mit drauf. Ja, ich habe gedacht, ich will mich mal mit. Und wir lassen das mal laufen. Ich lasse auch dieses Terminal offen, damit ihr seht, ich habe mit was für Zeiten ich zu tun habe. Ja? Ich meine, ich tue jetzt hier nebenbei noch filmen. Ja? Also OBS läuft hier noch im Hintergrund. Das benötigt auch Grafikkanne. Ja? Aber das stürzt mit der Zeit ein bisschen weiter nach unten pro Iteration, also pro Schritt. Ja? Aber es dauert. Ja? Das ist leider so. Zumindest auf meinem System. Was ihr aber gut sehen könnt, ist hier unten dieses MPS-Fenster. Also die Grafikkanne könnt ihr sehen, wie das ausgelastet ist. Ja? Das wird aber jetzt gleich eh ein bisschen langsamer werden, weil ich jetzt mal das Programm mal starte. Ich will euch das mal zeigen. Ich will es nochmal zeigen. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber ich mache es trotzdem nochmal. Also, wir rufen das Programm auf. Ich werde gefragt, welches Modell ich will. Ja, ich habe da mehrere Sprachmodelle drauf. Das Qwen 2.5 kann ich euch, also mit 14 Milliarden Parameter, ja, würde ich nicht aufrufen, wenn ihr gerade rendert. Da macht euer System garantiert einen Spagat. Also meiner macht einen Spagat und rolle rückwärts. Also da stürzt dann ab. Ich nehme jetzt mal ein kleines Modell, eins mit 3 Milliarden Parameter, und zwar das Modell 4. Bei mir ist es das 4er. Und jetzt gebe ich diesem Modell die gleichen Wörter von hier oben mal ein. Einfach mal nur so Kopie. Und dann gebe ich das raus. Ja, jetzt wird das an das Olama geschickt mit meiner Anweisung, was ich will. Das ist im Code hinterlegt. Und dann gibt er mir hier ein Prompt raus. Aufgrund meiner Wörter. Und ich mache da jetzt mal nichts. Ja? Ich nehme das jetzt einfach mal und jedes Modell macht was anderes draus. Ja? Das muss ich dazu sagen. Das ist faszinierend. Ja? Dann kopiere ich das und mache das mal hier rein. Ich lasse auch wiederum hier vorne wieder das alles gleich. Ja? Ich lasse auch hier die Clips lasse ich drin, aber weil ich ja einen direkten Vergleich wollte von vorher zu dem jetzigen Clip, habe ich ja das fixiert. Jetzt mache ich aber mal die Seed wieder frei. Ja? Ich will ja nicht, ich möchte das frei haben. Ja? Ich möchte, dass der da einfach mal sich austoben kann. Ja? Ich gebe das schon mal in Auftrag. Und melde mich gleich wieder. Ich gehe mal kurz auf Pause. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt mal das andere Bild, was ja den gleichen Prompt hatte wie das hier. Ja, und auch die gleiche Seed im Übrigen. Also es war immer noch die Seed 16. Allerdings mit den anderen Clips. Und das ist anders. Es ist vielleicht nicht besser. Es ist anders. Besser würden jetzt alle sagen, ist das hier. Ja? Weiß ich. Das hier ist halt ein bisschen surrealer, ein bisschen abgefahrener, finde ich. Aber klar, Kunst kann man sich ja schönreden. Ja? Das ist ja keine Frage. Aber ich finde, das hat was. Ist nicht von der Hand zu weisen. Das kann man mal so stehen lassen. Ja? So, ich habe jetzt das andere Bild, läuft gerade, also unser Prompt, den wir da hatten, ja, der läuft gerade, ja, der hier, wo wir ja mit dem anderen Modell rausgeholt haben. Und der aktuelle Stand von dem Programm ist folgender, das zeige ich euch auch mal. Da speichert euch das ab, und zwar einmal in einer Textdatei, und jeder Prompt bekommt eine neue Zeile. Und im Idealfall, zumindest mal habe ich das so gemacht, ohne Anführungszeichen. Ihr könntet jetzt diese T-Datei
wenn er die in ComfyUI jetzt in den richtigen Ordner reinmacht, ja, dann könnt ihr die als Wildcard verwenden. Das war eigentlich der Grund, warum TXT, also eine Textfile. Und jeder Prompt bekommt eine eigene Zeile. Ja. Dann habe ich aber auch noch eine CSV-Datei, die folgende Informationen beinhalten tut. Die wird aber noch weiter ausgebaut. Ja. Zum einen das Datum und die Uhrzeit, dann meine Begriffe, dann das Modell und dann der Prompt. Das bedeutet, dass ich dieses Teil, also diese Datei, in jedem einer Tabellenkalkulation, Excel, Open, was gibt's da, Open Office, ja, LibreOffice und so weiter, in den Tabellenkalkulationen kann ich das aufrufen, ja, kann da auch bearbeiten und kann das dann entweder in dem hauseigenen Format abspeichern oder wieder zurück in eine CSV-Datei. Ja. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr das richtig formatiert, also beim Abspeichern in einer CSV-Datei. Ja. Aber das Leute, wo sich damit auskennen, wissen, was ich meine. Ja, da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Jedenfalls folgendes. Diese Datei wird aber später, weil da bin ich auch noch dran, in eine Datenbank eingepflegt, die dann aber auch online geht und die dann dafür dient, dass ich Bilder hochladen kann. Vielleicht biete ich das auch anderen zur Verfügung, dass die ihre Bilder da hochladen können. Mit diesen entsprechenden Prompts oder ja, mit diesen Dingen eben. Oder ich mache eine Datenbank, das weiß ich jetzt noch nicht, in welche Richtung das geht, was ich da vorhabe. Ich habe da was vor, aber ich bin mir da noch nicht ganz einig. Über entsprechende Suchfunktionen, wie dann ein Bild oder welches Bild mit diesen Begriffen, die eben in dem Prompt auftauchen, wie die dann aussehen können. Zum Beispiel Surreal und Woman und Beautiful. Wenn ich die drei Begriffe eingebe, dann sucht die Datenbank in allen Einträgen und spuckt mir dann auch die Bilder aus, die eben in ihrem Prompt diese Begriffe drin haben. Ja. Und da kommt noch mehr dazu. Ich habe da noch ein anderes Programm gerade parallel laufen. Ich habe das auch mal gezeigt. Das macht noch mehr. Das macht noch ganz andere Sachen. Und das will ich da miteinander verknüpfen. Aber das hier aktuell ist momentan der stinknormale Prompt-Generator. Momentan läuft er nur über das Terminal. Da will ich aber eine Oberfläche machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das über den Webbrowser mache oder über eine eigene Oberfläche. Das bedeutet, wenn ihr das jetzige Programm runterladen tut, ja, das geht heute wahrscheinlich online. Mal gucken, das werde ich dann anpinnen, ja, wenn das abrufbar ist, das Programm. Dann kann es sein, dass irgendwann einmal dieses Modell oder dieses Programm eben die Oberfläche bekommt und dann müsst ihr über Git Pull und aber auch wahrscheinlich die Requirements.txt nochmal installieren, also diesen Befehl, das steht dann auch alles da drin, wie das geht, also in diesem GitHub Repository steht es dann drin, damit ihr die Bibliotheken habt, die ihr dann dafür benötigt, ja, weil momentan ist es ja so, dass ich das Programm starte, führe es aus und dann ist es zu Ende. Ja, ich kann das zwar weiterlaufen lassen, ja, aber es wäre halt immer nur auf der Terminal-Ebene. Ja. Es sieht nicht schön aus. Ja. Es geht da jetzt ein bisschen um die Optik. Ja. Das sieht halt nicht schön aus. Ja. Und jetzt gehen wir noch mal hier kurz auf unser Teil, ja, was das jetzt daraus gehauen hat, also mit dem neuen Prompt, ja, mit dem, ja, was da jetzt rauskam, ja. Ich finde das abgefahren, ja. Ich finde das total durchgeknallt. Ja. Das ist
kein Prompt, der von mir ist, ja, sondern das ist ein Prompt, der entstanden ist durch ein paar Begriffe oder Schlagwörter. Smoke, Swill, also dieses, ja, dieser Swill hier einfach, ja, dieser Smoke, ja, das Surreale, ja. Die Äste und Blätter, das habe ich gar nicht erwähnt, ja, aber ist halt drin, ja. Und das finde ich interessant, ja. Das finde ich, macht die Sache extrem spannend. Und so mache ich zurzeit ganz viele Bilder. Ja, ich suche mir jetzt mal ein Modell aus. Ich nehme jetzt mal das 1er. Ja, und jetzt gebe ich mal hier ein Woman. Finnische Halloween, ne? Und Halloween. Das Modell braucht ein bisschen, weil das ist auch ein bisschen größer wie das, was wir vorher hatten. Also das Modell Llama 3.2 mit 3 Milliarden Parameter ist natürlich viel kleiner. Das kann natürlich auch viel schneller ein Prompt raushauen. Aber ihr seht ja auch, das funktioniert. Ich würde auch keine großen Modelle nehmen, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Gar nicht. Ja. Da ist da jetzt am Machen. Ja. Meiner zumindest dauert da ein bisschen. Das macht ja auch, so sehe ich das, in Flux zum Beispiel ist mir das aufgefallen, da gibt es kein fein getuntes Modell. Da gibt es destillierte, quantisierte zuhauf, ja. Ob das jetzt in der Schnellversion ist oder in der Large-Version, vollkommen egal. Es gibt jede Menge Loras. Ja. Jetzt seht ihr, ja, das war mir vollkommen klar. Ja. Ihr seht auch hier OBS. Ja. Was mache ich jetzt? Warte ich jetzt oder? Weil er läuft noch, ja. Aber er wird mir wahrscheinlich gleich abstürzen. Ich tue das beenden. Ja. Leider so. Ich musste jetzt die Terminals beenden, ja. Weil da geht er in den, da macht er bei mir absolut den Spagat. Ja. Da habe ich keine Chance. Ja. Das kann ich jetzt wieder ausmachen. Aber ihr habt es mal gesehen, wie das Ding funktioniert. Also das Programm, das SD3 funktioniert. Es mag seine Fehler haben. Ja, die hat es. Aber auf der anderen Seite ist das Flux, dauert bei mir zu lange. Kriege ich nicht vernünftig zum Laufen. Ja. Aber hier mit diesem Large-Modell, und das ist das Large, das ist nicht die Turbo-Variante, das ist die Large-Variante. Ja. Da ist ja auch hier unten der Sampler und der Skedaller ein ganz anderer, wie ich ihn bei der Turbo-Variante. Ich könnte ihn bei der Turbo-Variante, kann ich ihn verändern. Ja. Sollte man vielleicht nicht, aber ich mache es dennoch. Ja, ist ja meine Sache, was ich mache. Und ich finde auch die Ergebnisse besser. Aber ich finde das, was hier rausgehauen wird, einfach genial. Mit diesen Schlagwörtern reinknallen, mir einen Prompt generieren lassen und bumm. Ja. Ich brauche den noch nicht mal näher beschreiben. Ich brauche nicht da rein irgendwelche Romane reinschreiben. Ja. Es funktioniert, ich bin baff, ja, ich bin wirklich baff und das funktioniert auch mit SDXL-Modellen, ja, das habe ich auch mal probiert, ja, was der da rausknallt, ja. Das kann ich euch auch mal zeigen, da habe ich nämlich hier, gehen wir mal hier hin, ein paar Beispiele. Das ist übrigens hier alles SD3.5, ja, mit Prompts, die ich über dieses Programm gemacht habe. Ja. Auch das hier. Ja. Deswegen kam ich auf Friedhof und Pumpkin und Woman und so weiter. Ja. Auch das hier. Ja. Finde ich witzig. Ja. Das gibt mein Thumbnail. Ja. Das finde ich auch ganz gut. Ja.
auch das hier, SD3 Large Modell, Leute, ja, das ist nicht verkehrt. Ja. Gebt dem Ding eine Chance. Ja. Und das hier ist jetzt SDXL. Ja. Und das habe ich genauso gemacht mit dem Programm. Das ist wieder SD3. Das übrigens auch. Das ist auch SD3. Das ist SD3. Das ist SD3. Auch das hier. Das auch. Das auch. Das war, glaube ich, SDXL. Hier mit Marmor. Ja. Habe ich mal probiert mit einer LoRa, wo ich habe. Da bin ich am Überlegen, ob ich die LoRa nochmal für SD35 mache. Ist alles. Alles SD35, ja. Ja, das ist so eine Sache. Ja. Das finde ich wiederum gut. Das sind übrigens die gleichen Prompts. Ja. Und das ist wieder SDXL. Könnt auf Civit AI habe ich die, glaube ich, ein paar hochgeladen davon. Gleicher Prompt, alle, nur wirklich identische Prompts. Ja. Das hier sind identische Prompts. Das hier ist Stable Diffusion 3.5. Das ist SDXL. Ja. Die interpretieren das anders. Hier zum Beispiel, ja, SD35, SDXL, ich finde das ein Brüller. Ja. Muss aber dazu sagen, ist der NASA Vendor, der FP32, ja, der große. Den habe ich ja lange Zeit gar nicht mehr verwendet, aber überzeugt mich immer wieder, dieser Checkpoint überzeugt mich jedes Mal wieder. Ja, ist alles dieser nasse Wende, also Xotox nasse Wende FP32, die fette Version. Ja. Das hier ist wieder Flux, ja, da habe ich probiert, das zum Laufen zu kriegen. Ja. Gleicher Prompt, andere Umsetzung. Ja. Da gefällt mir einfach SDXL geschmacksmäßig besser. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Flux und auch SD35 den Prompt besser verfolgen. Wobei bei SD35, wie gesagt, habe ich ja, hat seine Mängel. Ja? Aber das hat Flux auch. Ja, ja, wir es probiert mit Hi-Res und Hochskaliere, also mit dem Hochskaliere und dann nochmal nachsampeln. Das ging gänzlich. Da lässt die Qualität, da weiß ich nicht, komme ich nicht voran. Jo, so viel dazu. Wie gesagt, das Ding ist abgeschmiert. Ihr wart mal dabei. Man kann da voll reinlaufen in so Sachen. Ja. Und das finde ich ja gut, dass man das mal sieht. Ich schneide es auch nicht raus, so Sachen. Weil bei mir läuft es holprig, will ich mal sagen. Wirklich richtig holprig, ja. Nicht angenehm. Ja. Flux kann ich mir in den Kopf schießen. Es spielt gar keine Rolle. Auf FP8 oder das schnell, vollkommen scheißegal. Das läuft nicht gescheit. GGUF, wie gesagt, kriege ich gar nicht mehr zum Laufen. Seit dem Update von Sonoma auf Sequoia läuft das bei mir nicht mehr. Gar nicht mehr. Kriege ich nicht mehr zum Laufen. Kann ich machen, was ich will. Wobei ich das auch nicht mehr will. Ich will da nichts mehr machen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Bin froh, dass es jetzt das SD35 gibt. Mit dem arbeite ich jetzt mal. Mit meinen SDXL-Modellen. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß. Ich pinne, wie gesagt, das an, wenn das Programm online ist oder man es runterladen kann bei GitHub. Vielleicht ist es sogar schon oben, wenn ich das Video hochgeladen habe. Kann auch sein, weiß ich noch nicht. Ja, seht ihr dann in der Bildbeschreibung. Ob Daumen oben oder ein Abo da lässt, ja, müsst ihr selbst wissen. Ich wünsche euch was. Gell? Ciao.